Der Kapitalismus ist zum Untergang verdammt, er benötigt Wachstum, aber in einer endlichen Welt kann es unendliches Wachstum nicht geben. Viele Kapitalismuskritiker frohlocken, sobald sie diese Prognose hören, doch darf man sich am Ende nicht friedlich vorstellen, diese ganze Sache. Der Kapitalismus wird chaotisch, brutal zusammenbrechen, nach allem, was man bisher weiß. Das schreibt Ulrike Herrmann im Le Monde Diplomatique über das Ende des Kapitalismus. Das ist ja also nicht gerade sehr optimistisch, deswegen muss ich jetzt mit Ulrike Herrmann von der Taz sprechen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Herrmann. Ja, hallo. Aber es gibt doch so viele Auswege und Alternativen, Postwachstumsökonomie, Gemeinwohlökonomie, New Green Deal, nachhaltiges Wachstum. Kann man den Kapitalismus nicht irgendwie reparieren? Also diese ganzen Visionen, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte, in der man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, die sind an sich gute Visionen, in dem Sinne, dass sie funktionieren würden. Aber das Problem ist, dass man nicht weiß, wie man da hinkommt. Also bisher funktioniert das immer so, hier heute ist der Kapitalismus und in ferner Zukunft soll es dann diese Postwachstumsgesellschaft geben oder diese ökologische Kreislaufwirtschaft. Und das Einzige, was fehlt, was nie modelliert wird, das ist die Brücke. Also wie kommt man vom Kapitalismus hin zu dieser neuen Gesellschaftsform ohne, dass es zu einer chaotischen, also zu einem chaotischen Schrumpfungsprozess kommt, zu einem kompletten Zusammenbruch, der ja dann als Krise auch die Gesellschaft zerstören würde, nicht? Denn das ist ja etwas, was die Menschen dann nicht ertragen, wenn plötzlich ihre Arbeit weg ist, ihr Einkommen weg ist, ihre Perspektiven weg sind. Mhm. Und das gibt es bisher nicht, dass man irgendwie so einen Übergang schafft, der graduell ist, der friedlich ist, ohne dass es da zum Zusammenbruch kommt. Sie schreiben, der Kapitalismus fährt gegen eine Wand, aber niemand erforscht den Bremsweg. Sind wir schon am Bremsweg? Also wird der Kapitalismus schon irgendwie zurückgefahren? Ich habe eher das Gefühl, dass er nochmal so richtig aufheult im zweiten Gang oder im dritten. Ja, das stimmt auch. Also ich meine, das ist ja wirklich tragisch. Jeder weiß, dass der Kapitalismus schon jetzt an seine Grenzen kommt, nicht? Die Grenzen, es gibt zwei Grenzen und beide sind absolut sichtbar. Das eine ist die Umweltgrenze, also der Klimawandel ist ja nur ein Problem, nicht? Ein anderes Problem ist, dass wir 100.000 Chemikalien in die Umwelt gesetzt haben und keiner weiß, wie die eigentlich miteinander reagieren oder die Böden werden knapp und verseucht, das Wasser, die Meere versauern. Also es gibt ein umfassendes Ökologieproblem. Und das zweite Problem ist, dass auch die Rohstoffe knapp werden. Und beide Probleme zusammen werden auf jeden Fall dazu führen, dass der Kapitalismus zusammenbricht. Und das weiß auch jeder, das wissen auch die Konservativen, das wissen auch die Unternehmer. Also es ist längst so, dass sich ja so eine Art Panik ausbreitet, die aber keiner so richtig zulässt, weil man nicht weiß, was man machen soll. Dann gibt es ja die Menschen, die sagen, auch die Ökonomen, naja, es muss dann eine soziale Marktwirtschaft her, einen regulierten Kapitalismus. Sie vergleichen das mit der Idee, dass man bei der Badewanne dann die Hälfte des Wassers ablässt. Und Sie sagen, der Kapitalismus ist eben keine Badewanne, bei der man einfach die Hälfte des Wassers ablassen kann. Es ist kein stabiles System. Wenn es kein stabiles System ist, was ist es denn dann? Ja, das ist der Punkt, den man wirklich verstehen muss. Der Kapitalismus ist ein permanenter Prozess. Also die Idee ist, das ist Kapitalismus, man investiert, um Gewinn zu machen. Und in dem Moment, wo man investiert, ist das ja eigentlich immer Investitionen in Technik, wächst dann gleichzeitig auch wieder die Wirtschaft. Wenn man jetzt sagt, ja, hier ist nichts mehr mit Wachstum, das kann die Welt nicht vertragen, was ja stimmt, nicht? Also es geht auf keinen Fall so weiter, dass man ständig wächst, dann setzt aber automatisch ein Prozess nach unten ein. Also es ist dann kein stabiles Gleichgewicht, sondern wenn der Kapitalismus nicht wachsen kann, dann schrumpft er, und zwar chaotisch. Und viele Leute fragen sich, wieso schrumpft er dann? Und das muss man vielleicht nochmal erklären, wie dieser Strudel dann nach unten sich, wie der aussehen würde. Und zwar ist es so, Unternehmen investieren nur, wenn sie Gewinn machen können. Gewinn, volkswirtschaftlich gesehen, ist das gleiche wie Wachstum. Wenn man jetzt also sagt, hier ist nichts mit Wachstum, also indem man das verbietet oder irgendwelche Gesetze macht, die das dann nicht mehr möglich machen, also wenn es kein Wachstum mehr gibt, dann gibt es keinen Gewinn. Wenn es keinen Gewinn gibt, wird nicht mehr investiert und dann setzt sich eben genau diese Spirale nach unten in Gang. Und dann gibt es soziale Verwerfungen, chaotische Zustände, Barbarisierung in Teilen der Welt, wie es Robert Kurz gesagt hat. Das ist ja dann das, was man auch schon erlebt, dass dann Gesellschaften und auch die Demokratie destabilisiert wird?
Ja, genau. Also wenn man sich jetzt mal versucht, so vorzustellen, wie das ungefähr aussehen könnte, nicht? Dann muss man ja nur nach Griechenland gucken. Denn da ist es ja so, dass durch die Eurozone die Wirtschaftsleistung um ein Viertel eingebrochen ist, also -25%. Das ist in Friedenszeiten extrem. Das gab es eigentlich noch nie. Ja, und jetzt kann man ja in Griechenland sehen, dass eigentlich nicht nur der Staat sich auflöst, sondern auch die Gesellschaft. Nicht, also die Solidarität zwischen einzelnen Menschen, vor allen Dingen zwischen Menschen, die sich nicht kennen, das bricht zusammen unter so einem ökonomischen Druck, weil dann jeder nur noch damit beschäftigt ist, selber zu überleben. Dann schreiben Sie auch, dass es einen großen Irrtum gibt in der Analyse und auch in den Lösungsvorschlägen. Sie sagen, dass viele Kritiker die Betriebs- und Volkswirtschaft verwechseln, also Betriebs- mit Volkswirtschaft. Sie verstehen nicht, dass der Kapitalismus ein Prozess ist, haben Sie schon gesagt. Was ist denn die Gefahr daran, dass man Betriebs- und Volkswirtschaft verwechselt? Naja, die Idee ist also, viele Kapitalismuskritiker, die ja, wie gesagt, die Kritik ist ja richtig, die teile ich ja, aber die gehen dann so vor, dass sie dann sagen, okay, wir fangen einfach mal von unten an, nicht? Also dann ist doch schon mal schön, wenn ein paar Betriebe dann ökologisch produzieren oder wenn es ein paar biologische Höfe gibt oder wenn es jemanden gibt wie Heini Staudinger in Österreich, der dann sehr schöne Schuhe ökologisch herstellt. Und dann stellt man sich so den Kapitalismus als so eine Summe vor. Wenn alle Unternehmen umstellen, dann hat man am Ende eine ökologische Kreislaufwirtschaft. So, und das funktioniert so nicht, denn das ist ja die Idee, Betriebswirtschaft summiert ist Volkswirtschaft. Und tatsächlich ist es aber anders, nicht? Der Kapitalismus ist ein Gesamtsystem und das anders funktioniert als jedes einzelne Teil. Also wenn man, nochmal um das konkret zu machen, angenommen, jetzt würden alle Leute in Deutschland denken, ja, also das ist ja Quatsch mit dem Kapitalismus und ich brauche auch gar nicht so viel, ich stelle jetzt mal meinen Konsum ein und repariere alles, was ich habe, nicht? Was ja sozusagen beim Einzelnen irgendwie vernünftig klingt, wenn man versucht, ökologisch zu haushalten und weniger zu verbrauchen. Aber das Ergebnis wäre, wenn das alle machen, die Nachfrage würde sofort zusammenbrechen, die Wirtschaft würde sofort zusammenbrechen und man hätte genau das Chaos, das man eigentlich nicht will. Das ist eigentlich eine absurde Situation und es scheint ja unlösbar zu sein. Das heißt, der Kapitalismus oder sagen wir mal so ein stabiles Wirtschaftssystem ist besorgt auch für stabile politische Verhältnisse, dass der Rechtsstaat, die Demokratie aufrechterhalten, auch mit Sicherheit, Polizei, Rechtsstaat und so weiter. Auf der anderen Seite wissen wir genau, dass das Wirtschaftssystem zum Untergang führt. Das ist ja... Genau, also es ist, Sie beschreiben das Dilemma genau richtig. Also das System, so wie es jetzt läuft, hat viele gute Seiten. Also Kapitalismus hat die Demokratie ermöglicht, nicht? Erst kam der Wohlstand, dann das Wahlrecht, die Lebenszeit ist gestiegen, die Gleichberechtigung der Frau gäbe es auch nicht ohne diesen enormen Wohlstand oder Rechtssicherheit, wie Sie sagen. Genau, es ist eigentlich ein System, das sehr viele gute Seiten hat und leider kann es trotzdem so nicht weitergehen. Und was eben fehlt bisher, muss man einfach sagen, ist diese Transformationsforschung. Das ist eigentlich irre, nicht? Wir haben jede Menge Lehrstühle, die Volkswirtschaftslehre lehren, aber keiner beschäftigt sich damit, wie man das System umbauen könnte oder was passiert, wenn das System nicht mehr trägt. Leider geil, fällt mir da ein, das sind ja auch viele Dinge des Konsums, die uns das Leben auch schön machen, auch stressig machen, aber wenn ich allein an die Medizin denke und so weiter, das sind ja alles auch Dinge, die tatsächlich gut sind und schön sind und dann wird dann von Verzicht gesprochen. Also Verzicht ist sozusagen auch nicht die Lösung? Nein, ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Also diese ganzen Leute, die dann immer die ökologische Kreislaufwirtschaft da propagieren, in keinem einzigen dieser Texte steht drin, wie man dann eigentlich noch die moderne Krebsforschung finanzieren soll. Also das muss man dann ja, wenn man die gesamte Gesellschaft umbaut, dann muss man eben auch solche Fragen mal beantworten, nicht? Man kann nicht immer nur darüber reden, dass ein altes Fahrrad auch schön ist. Wie ist das mit dem Leidensdruck? Also man könnte mal sagen, gut, solange das alles irgendwie noch hinhaut und tatsächlich die Umweltverseuchung nicht vor meiner Haustür ist, kann ich ja sagen, geht ja irgendwie noch und die Sicherheitslage ist auch noch so weit okay und muss man sich halt ein bisschen abschotten. Braucht es erst irgendwie eine Art Zusammenbruch oder tatsächlich muss sozusagen die Krise vor meiner Haustür anfangen, dass ich sage, es ändert sich was? Oder? Nee, ich glaube, das ist anders. Also ich glaube, dass jeder in Deutschland, wirklich jeder, eigentlich schon ahnt, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich glaube auch, dass es in der Bevölkerung an sich eine große Bereitschaft gäbe, irgendwie den Lebensstil umzubauen. Das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die theoretische Lösung fehlt.
Denn wie gesagt, wenn jeder anfängt, da irgendwie umzubauen und seinen Konsum einzuschränken, dann bricht ja das System sofort zusammen. Das will aber natürlich keiner. So, und weil alle genau ahnen, auf der einen Seite hat das System keine Zukunft, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt einfach aussteigen, ist es auch total furchtbar. Also weil es dieses Dilemma gibt und keiner weiß, wie man da jetzt eigentlich eine Lösung gestalten soll, tut sich natürlich politisch auch genau gar nichts. Aber okay? mit diesem Dilemma können Sie mir jetzt den ganzen Tag versauen, aber wahrscheinlich müsste sich, wenn man das nochmal einen Ansatz findet, in der Wirtschaftswissenschaft sich was tun. Ja, genau. Das haben wir ja schon häufiger besprochen. Also sagen, die ökonomische Lehre muss auf den Prüfstand gestellt werden mit diesen eigenartigen Modellen. Da braucht es erstmal eine Diskussion. Genau, also was man einfach sagen muss, wir haben hier einen Fall, das ist selten, aber hier haben wir ihn, wo man wirklich dringend Forschung braucht, also einfach erstmal Forschung, ne? Wie macht man, wie könnte man dieses System namens Kapitalismus ökologisch umbauen, und es forscht niemand. So, und dann sagen die Leute immer, ja, was ich denn vorschlagen würde, fragen sie mich dann nicht. Dann kann ich nur sagen, weiß ich auch nicht, denn ich kann ja jetzt eine Forschung, die es nicht gibt, kann ich ja nicht einfach mal so als Journalistin ersetzen, nicht? Ja, nun könnte man sagen, ach ja, wenn die Hammer sagt, ich muss mich nicht zurückhalten, ich konsumiere halt weiter und drücke ordentlich auf die Tube, es bringt ja eh nichts, wenn ich mich irgendwie ökologisch verhalte oder in meinem sozialen Umfeld kleine Strukturen aufbaue. Soweit würden Sie aber nicht gehen? Nee, soweit würde ich nicht gehen, also weil natürlich ist es immer besser, so ein pragmatisches trotzdem zu praktizieren. Also man hat zwar noch nicht die große Lösung, die fehlt einfach, aber dann trotzdem schon mal Energie zu sparen, trotzdem schon mal Biogemüse zu essen, trotzdem schon mal aufs Fliegen zu verzichten, das ist an sich alles richtig, nicht? Das will ich auf gar keinen Fall bestreiten. Nur sollte man eben wissen, dass das nicht schon die Systemlösung ist. Das heißt, so ein Kulturwandel im Kleinen hat ja auch andere Effekte des Zusammenlebens. Das heißt, man kann im Kleinen schon mal andere Modelle ausprobieren, darf sich aber nicht der Illusion hingeben, dass das sozusagen diesen Transformationsprozess ersetzt? Ja, genau. Und ich meine, was an diesen kleinen Modellen gut ist, ist ja, dass das ein ganz klares Signal ist, dass die Bevölkerung und die Bürger eigentlich auf Lösungen warten. Nicht? Also ich meine, es wird ja immer nur das erforscht, wo auch Interesse besteht. Mhm. Insofern ist das sehr wichtig, dass es eine Ökobewegung gibt, weil die ja ganz klar signalisiert, hier, wir wollen weiterkommen. Nicht? Aber es ist eben noch nicht die Antwort. Und eine Antwort findet man vielleicht auch in Ihrem Buch, zumindest darauf, wie der Kapitalismus funktioniert. Das ist ja ein System, habe ich von Ihnen gelernt. Es ist nicht ganz so einfach man muss das Ding erstmal beschreiben. Das haben Sie in Ihrem Buch getan. Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam. Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Diese Lektüre lohnt sich und ein Gespräch mit Ulrike Herrmann lohnt sich, wie ich finde, auch immer. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Reise zurück nach Hamburg. Ja, tschüss. Tschüss.